Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2. Ja, im letzten Part, da sind wir auf der Südinsel gelandet und werden gleich nett begrüßt. Ja, wir haben die weiße Maske gefunden gehabt und sind dann in Mysidia angekommen. Und sollen jetzt hier auf der Südinsel die nächste Maske finden. So. Sehr schön. So, tut mir leid, dass ich gerade ins Stocken kam. Ich musste mich erst recht erinnern, was wir hier eigentlich jetzt genau wollten. Und haben wir nicht Eis eingesetzt? Warum kommt ein Blitz? Naja. Okay, Fragen über Fragen. Ja, auf jeden Fall haben wir halt. So, sind wir auf der Suche nach der schwarzen Maske. Ich glaube aber dann, brauchen wir noch irgendwas, aber. Mir fällt irgend so ein Stab, glaube ich. Ah, noch ein Zufallskampf. Dann darf er jetzt mal wieder Magie ran. Nutzen wir einfach Feuer. So. Nee, wir haben Eis eingesetzt. Oh, Mann! Eis ist schlechter. Dann nutzen wir auch Feuer. Und die anderen beiden dürfen normal angreifen. Ich denke zwar, mein Feuer reicht vollkommen. Ja, okay. Macht ja fast gar nichts aus. Ich dachte, es wäre irgendwie spektakulärer. Naja, dann leveln wir es halt ein bisschen. Ist auch nicht so schlimm. Immerhin, ne? Vielleicht macht die andere Magie ein bisschen mehr aus. Wobei, machen wir es mal genau andersrum. Da macht nämlich Eis mehr aus und hier macht, glaube ich, Blitz mehr aus. Genau. Und die beiden dürfen eingreifen. So. Ching! Oh, man macht auch nicht viel mehr aus. Okay. Und Eis. Oh, macht auch nicht wirklich viel mehr aus. Sogar weniger. Na gut. Dann machen wir es halt auf die übliche Methode mit dem Draufhauen, ne? Anders sind die Viecher ja gar nicht so toll zu besiegen. Aber ich hoffe, wir kommen da ganz schnell durch. Da ist zumindest schon mal eine Truhe. Toxicum-Grimoire erhalten. So. Och nö. Die müssen wir jetzt aber mit Magie besiegen, glaube ich. Die habe ich als ziemlich robust in Erinnerung. Schauen wir mal. Zumindest die Eiterdinger sind schon mal weg. Okay, das macht gar nichts aus. Schauen wir mal. Ja, geht. Schaut's mit Blitzmagie aus? Hallo, ich würde schon gegen alle bitte Blitz einsetzen. Danke. Und die restlichen beiden, 3, 4, 5, dürfen angreifen. Das war auch nicht schlecht. So, und jetzt die letzten beiden. Hoffentlich kaputt. Ja, sehr gut. Geht doch. Alle über 1000 Lebenspunkte und Layla 600. Boah. Schon hart. Ja, Layla, ne? Feindlicher Erstangriff. Nein! Oh mein Gott! Warum? Ach, herrje. Okay. Dann nutzen wir Feuer. Und ich würde sagen, Eis. Angriff. Und du darfst nur Blitz verwenden, weil dein Blitz recht hoch ist. Deine Blitzmagie. Ding, 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 ding. Hui. Oh, okay. Die Eiterdinger sind nicht so stark. Dafür die Blutgelee schon eher. Naja. Aber mit Lailas Blitz ist es auch ein Zuckerschlecken hier. Toxicum-Grimoire erhalten. Da ist auch noch eine Truhe, die wollen wir natürlich auch noch haben. Blindgrimoire erhalten. Komm, da können wir einfach draufhauen. Bäm, bäm. Kaputt. 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 Aha. Die Draufhau-Methode ist halt immer noch die beste. Voll viel Gestrüpp hier. Ist auch noch eine Truhe. Aber vorher kommen wieder so Narkoratten und Wehrratten und so weiter. Das ganze Gesindel hier halt, ne? Kommt, hättet ihr nicht die vorderen vorher kaputt machen können, jetzt kann die eine nämlich angreifen.
Auch wenn sie nicht trifft, aber trotzdem. Es geht mir ums Prinzip. Ja. Und die Hinako-Ratte ist auch weg. Sehr schön. Hallo! Blindgrimoire erhalten. Oh, schon wieder drei Ratten. Die machen wir aber auch ganz schnell kaputt, ne? Meine Lieben. Ich frage mich ja, was dann, wie lange das noch dauert ungefähr. Also wie lange wir noch brauchen, weil lange kann es ja nicht mehr sein, wenn wir schon hier. Warte mal, warum geht's da nach unten? Das will ich jetzt wissen. Oh, natürlich kommt da jetzt ein feindlicher Erstangriff. Naja, aber die machen wir trotzdem alle platt. Tja. Das habt ihr jetzt davon. Sehr schön. Dann kommt die letzte Ratte da oben. Dann können die nämlich nicht angreifen in dieser Runde. Haha. Tja. Die Waffen sind schon irgendwie geil, so im Kampf, die wir da haben. Also irgendwie sind die super. Ich weiß auch nicht. Hallo? Da ist noch eine Truhe. Knoblauch erhalten. Wofür brauchen wir den Knoblauch? Müssen wir uns Vampire vom Hals halten? Vom Hals. Ah, oh Mann. Zombie, Zwilling und Doppelkopf. Doppelkopf machen wir mal so kaputt. Zombie-Zwillinge müssten eigentlich auch so gehen. Angriff, Angriff. Ui, da bin ich jetzt gespannt. Okay, den einen heilt, die anderen gehen kaputt. Davon würden kaputt gehen, wenn es stark genug wäre, ne? Naja, leider, Maria hat dafür jetzt keine MP mehr. War auch nicht so schlimm jetzt. Da ist auch noch eine Truhe. Nein! Ach, die hat doch nichts mehr. Dann darf die so angreifen und so lang darf Leila mit Blitzmagie hier kommen. Tja. Ach, immer diese Mädels, ne? Mit ihren viel zu wenig MP. Vielleicht nutzen wir auch deren Magie einfach zu häufig, wer weiß. Eins von beiden wird sein. MP von Maria sind aber, oder was sind waren es die HP? Ich glaube, die HP sind angestiegen. Scheiß Zwillinge und scheiß Doppelköpfe. Könnt ihr mit euren doppelten Köpfen und Zombie-Zwillings-Dings irgendwas wegbleiben? Bitte. Dankeschön. Ja, Kampfaxt. Auch wenn die uns nicht viel bringt. Und wo kommen wir da jetzt hin? Viertes Untergeschoss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt voll richtig bin. Giftkröte. Okay. Bam, bam, bam. Oh, den anderen Weg habe ich jetzt aber auch keinen Bock zurückzugehen und nachzugucken, was da genau war. Dann verpasst man halt eventuell eine Waffe oder sowas, aber mei. Ich habe da jetzt echt keinen Nerv für. Mir reicht schon die Kämpfe hier. Jungfernkurs und Antidot. Entschuldigung, dass ich gähnen muss. Ich bin heute allgemein nicht so fit, aber ich wollte trotzdem aufnehmen. Ich hatte voll Bock drauf. Aber naja. Manchmal ist man halt ein bisschen schlapp am Tag, ne? Kommt auch mal vor. Wollt ihr mal die Marke zuerst dran lassen? Tsching. Okay. Blutschädel macht es viel aus, aber den Eiter nicht so viel. Hm. Interessant. Dafür macht Feuer umso mehr aus. Interessant. Da geht's irgendwo hin. Das ist nur eine Truhe. Ein unerwarteter Angriff. Oh yeah. Oh yeah. Immerhin kein Hinterhalt oder sowas, sonst wären wir nämlich jetzt ziemlich am Arsch. Mit so vielen Gegnern. Hm. Schatten, Todesabt. Macht's schön. Die ganze Versammlung einfach, ne? Einfach alle! Hey! Also bevor ihr denkt, ich habe keine schlechte Laune, ich bin einfach nur müde heute irgendwie. Bin ich aber schon das ganze Wochenende, aber ich habe auch keine Lust darauf, deswegen mir die Aufnahme irgendwie... Moment. Boah, danke. Zeig's doch gescheit an. Und die kann auch nicht mehr normal angreifen, toll. Da muss Guy jetzt ranhalten mit Blitz. Tsching.
So. Oh Mann. Ich würde ja gerne das gähnen lassen, aber es lässt sich so schlecht unterdrücken. Ich glaube, ich lüfte gleich nochmal. Hab zwar heute schon gelüftet, aber gleich nochmal. Und bei dem Wind kann man ja nicht raus, der jetzt die Tage geherrscht hat. Das ist da leider unmöglich. Da weht es einem davon, vor allem so kleine Personen wie mich. Da bin ich da weg. Dann hört ihr keine Videos mehr von mir. Das wäre doch auch schade. Hm? Von daher müsste meine etwas lethargische Stimmung heute leider ertragen. Wird im nächsten Part besser. Ach ja. Giftkröte! Mach sie kaputt. Yay! Kaputt! Jungfernkuss. Sind wir im dritten Untergeschoss wieder. Oh Mann, geht kaputt, ihr blöden Dinger. Los. Ihr nervt ziemlich. Oh, kommt noch ein Angriff. Boah, natürlich musst du so ewig schwach sein, Layla. Natürlich. Warum auch? Naja. Okay, gleich zur nächsten Treppe. Wahrscheinlich. Ah, ne, führt auch wieder zu einer Treppe. Und deine Giftkröte. Und wir sind im Angriffsvorteil. Die Giftkröte ist aber eh gleich platt. Eine ist ja kein Problem, von daher. Ist eigentlich nicht mal wirklich wert, dass wir es angreifen, aber gut. Drei Truhen. Müssen wir danach wohl doch auf den anderen Weg wählen? Oder gibt es noch einen weiteren Weg in der großen Halle, da wo wir da waren? Ihr wisst schon, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, jetzt den ganzen Weg zurückzugehen. Hui! Ganz viel ist angestiegen. Schlafkraut erhalten, Geiertrommel erhalten und ein weiterer Angriff. What the fuck? Die sehen ja lustig aus, die Wildrinos. Die sehen wirklich putzig aus. Los, konzentriert euch auf das Wildrino. Sehr schön. Und jetzt auf die Giftkröte. Los! So dass nichts uns schadet. Ja, das ist die gute Taktik darin. Kaputt machen bis zum geht nicht mehr. Kommt gleich nochmal ein Angriff. Schlafkraut erhalten, nö. Oh. Ich brauche jetzt aber kein Schlafkraut. Ich brauche eher Koffeinkraut. Und warum so viele Zombie-Zwillinge? Oh. Los, macht sie alle kaputt. Wäre ja klar, dass Layla da. Dann kommt Layla. So. Und den nächsten. Yay! So. Jetzt müssen wir aber den ganzen Weg zurück. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass da nur Gegenstände waren. Oh Mann. So. Hast du denn nicht die Blitzmagie? Los. Kann man da nicht einfach so ein paar Leute aussuchen, die man angreifen will? Das wäre viel hilfreicher als, ja, alle anzugreifen. Naja. Boah, ihr blöden Blutchillis. Ich mache jetzt Blitz auf euch. Okay, mal sehen, ob es wirkt. Ich habe jetzt den Daumen oder Zeigefinger oder was Firien da eingesetzt hat oder braucht, um die Magie zu wählen, nicht gescheit gesehen. Aber immerhin hat es gewirkt. Sehr gut. Okay. Hallo! Südinsel, drittes Untergeschoss. Zombie-Zwillinge! Die gehen auch ganz schnell kaputt. Los, los, los! Okay. Wir speichern mal ganz kurz. Ich habe zwar nicht das Gefühl, als ob wir hier jeden Moment irgendwie kaputt gehen, aber sicher ist sicher, ne? Oh, natürlich muss da jetzt noch mal ein Kampf kommen. Wie hätte es doch anders sein sollen, ne? Aber immerhin. So. Wo geht's denn da lang? Aber jetzt müssen wir also erstmal diese doofen Zombie-Zwillinge hier besiegen. Ich wundere, ich habe meinen Controller kurz auf den Tisch gelegt. Meine Hände sind auch so müde, unglaublich. Boah, los, wir wollen weiterkommen. Da kam er her.
1000 Gil. Ui. Geld ist immer gut. Und da ist noch eine Treppe. Treppe. Wildrino. Vielleicht ist es doch der richtige Weg hier. Ach, mir jetzt wurscht egal. So. Sollten wir nochmal irgendwann vorbeikommen, dann gehen wir da vorbei, aber muss nicht sein. Oh, noch ein Wildrino. Ich finde die Wurzeln ja hier echt erstaunlich in diesem Bild. Es ist sehr... Es wirkt sehr stimmig. Schlafgrimoire. Okay. Ach, da ist die... Ja. Das ist nur eine Truhe. Okay, dann gehen wir da später nochmal hin. Auf dem Rückweg am besten, falls wir hinkommen. Ansonsten haben wir halt, haben halt Pech gehabt, ne? So. Schaut nach einem bösen Gegner aus. Und natürlich müssen hier Wechsler nochmal kommen. Ich würde ja gerne nochmal hier ein bisschen die MP auffüllen, wenn das ginge. So, schauen wir erstmal Potions. Haben wir nur noch 3 Stück. Ordnen, benutzen. Äther haben wir ganz viele, gut. So. Immerhin. Und die Äther nutzen wir auch noch. So, das war's. Gut. Jetzt können wir auch ein bisschen speichern. Auf der Südinsel im 5. Untergeschoss. Hallo! Bewacht schwarze Maske. Ach was. Darauf wäre ich nie gekommen. Es steht nur vor der Truhe, aber gut. Ach, wobei, die müssten wir auch so hinkriegen. Schauen wir mal, Gigantos. Schauen wir mal, wie viel Leben die haben, ne? Okay, die haben ein bisschen mehr Leben. Da braucht man alle Kraft. Gegen einen. Aber immerhin, der erste ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir uns jetzt auf den zweiten konzentrieren. Der dürfte dann auch hoffentlich nach dieser Runde besiegt sein. Dann sollte der Kampf ja nicht allzu lange dauern. Ja, und jetzt kommt noch Layla, bitte. Ja, sehr schön. Ich meine, wir könnten wieder Berserker einsetzen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine große Chance auf einen Angriff, auf eine Angriffssteigerung hätten. Von daher lassen wir es mal so, wie es ist. Funktioniert ja auch. Und jetzt den letzten. Kommt, macht ihn platt. Du auch noch, Firien, los. Okay, nicht kaputt gegangen. Yay, aber jetzt. Sehr schön. Speerstufe von Firien steigt. Bogenstufe steigt. Das ist doch sehr gut. Das steigt auch gleich hoffentlich die Angriffskraft von denen. Schwarze Maske erhalten. Können auch hier raus. Ach, dann gehen wir da raus. Ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Dungeon mehr. Ach, so wichtig wird es in der Truhe auch nicht gewesen sein. Hui. So. Missidia ist nicht weit von hier, von daher ist das schon. Oh, dafür sind die Kämpfe hier ganz viele. Was machen eigentlich mitten im Meer Vögel? Die leben normalerweise höchstens an der Küste, beziehungsweise an Klippen und sowas. Wo sie halt wirklich auch Platz zum Brüten haben und nicht draußen im weiten offenen Meer. Deswegen sieht man Möwen eigentlich auch nur in Küstennähe. Also wenn man Möwen sieht, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass man nahe am Land ist. So. Hoppala, das ist mir zu weit weg. Ja. No! Parasit und Morbul. Morbul ist ja mein... Ich glaube, die heißen Morbul oder wie heißen die da? Oh Gott. Irgendwie, aber die sehen so aus wie die da. Das sind ja meine absoluten Hassfeinde in Final Fantasy 8. Ich habe schon so oft versucht, gegen die zu kämpfen. Null Chance. So schlimm einfach. Jedes Mal haben die es geschafft, mich einzuschläfern und dann noch sämtliche andere Zustandsdinger zu geben, die es nur gibt. Also wirklich grauenhaft. Los, mach die platt jetzt. Und den letzten auch noch. Mensch, warum greift jetzt den letzten Netz erst dann? Gott, schlimm. Okay, immerhin besiegt. Das ist ja die Hauptsache. Wo war Missidia nochmal? Da oben. Also ein bisschen weiter oben.
Müssen wir noch ein bisschen weiter hoch segeln. Hönis. Mal wieder. Yay, aber immerhin platt gemacht. Tja. Kommt, ich will es noch nach Missidia und dann. Sind wir hier jetzt richtig? Ja. Schwarzpudding. Okay. Ja. Ja. Probieren wir es einfach mal mit normalen Angriffen, aber scheint nicht so gut zu sein. Von daher. Ja, wobei es geht. Ich werde trotzdem dafür mal Magie anzuwenden. Weil wir da normalerweise besser vorankommen bei denen. Das war mein Rücken. Ich habe so einen doofen Sessel. Der quietscht immer, wenn ich mich bewege. Und ich habe mich gerade versucht, ein bisschen besser hinzusetzen. So, Eis. Ja, und du greifst normal an. Okay. Hui. Macht dir nicht so viel aus. Eisstufe 2 wahrscheinlich auch nicht. Oder? Nö. Ach guck, das ist wenig. Und Feuer? Das geht immerhin. Ach Gott, Leute. Boah, es reicht. Feuer. Und noch mehr Feuer. Und noch mehr Feuer. Und du darfst einfach draufhauen, Layla. Tja. Tja, tja, tja. So ist es manchmal. Und den letzten kommt. Sehr schön. Okay. Auf nach Missidia jetzt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Inn. Wo war denn das? Hier. Und übernachten. Los! Okay. So. Guten Morgen. Wir haben die schwarze Maske und die weiße Maske. Ja. Sucht in der Höhle auf diesem Kontinent nach dem Kristallstab. Was? Und dann sucht in der Höhle auf diesem Kontinent nach dem Kristallstab. Ach, Diener der Wüste. Okay. Dann müssen wir jetzt noch in diese Höhle und dann können wir uns den Kristallstab holen. Immerhin. Wir fliehen jetzt. Ich habe keinen Bock gerade zum Angreifen. Das war so anstrengend gegen diese Schwarzpudding. Ach komm, da laufen wir hin. So weit ist es nicht. Hui! Und? Ja, macht's ja kaputt. Sehr gut. So, weiter geht's. An der Bergkette vorbei, durch die Wüste durch. Wir sehen, was in der Wüste die Monster sind. Und schon kommen welche. Bomber und Bienen. War ja klar. War ja irgendwie klar. Macht sie alle los! Yay, sehr gut. Okay, das hat nicht so ganz geklappt gerade. Aber immerhin, der letzte geht jetzt auch kaputt. Hat wahrscheinlich eh nicht mehr viel gebraucht. Wahrscheinlich waren das nur eine Handvoll HP, die er noch hatte. So. Man kommt da doch nicht durch die Wüste. Tsching. Boah, ihr nervt mich jetzt gerade. Ich will hier gucken, wie ich durch die Wüste, wie ich zu der Höhle komme und ihr...
Ja. Lass jetzt Layla endlich fliehen, Hopp. Oh. Dann will ich nur mich umgucken und dann ist das Theater schon wieder da. Also ernsthaft, macht eure Zufallskampfquote irgendwie weiter runter. Aber meine Güte, es muss ja nicht sein, alle drei Schritte oder sowas. Oh, da könnte ich mich wieder aufregen. Sowas stört mich immer in manchen Spielen, wenn da wirklich bei jedem dritten Schritt Zufallskämpfe kommt. Pokémon! Ja. Bei Pokémon gibt es ja noch die Möglichkeit, Schutz anzuwenden, aber hier hat man das leider nicht. Von daher kann man dann nicht irgendwie rein. Doch, scheinbar hier drüber. Da müssen wir einfach mal gucken. Wird ein langer Weg. Ach Gott. Schon wieder so viele Gegner. Da hätten wir Eismagie anwenden müssen. Aber gut. Mein Hals kackt gerade ein bisschen ab. So. Kaputt. Und die letzten beiden noch. Kommt. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh Mann. Dann halt nochmal. Diesmal stärkere Angriffe. Passt. So. Ah, okay. Also kommen wir doch irgendwie durch. Cockatrees. Jetzt habe ich gerade die Musik genießen wollen. Ach ja. Das ist wirklich ein großer Negativpunkt bei vielen Spielen. Die vielen Zufallskämpfe. Das ist wirklich etwas, was mich extrem nervt. In einigen Spielen. Da ist eine Höhle. Das ist die einzige Höhle auf diesem Kontinent. Die Mysidia-Höhle. Und da ist gleich eine Sackgasse. Cool. Ich würde aber sagen, bevor wir da weiteren Schritt machen und danach nicht mehr wissen, wie, wo war es, sollten wir lieber hier einen Cut machen und im nächsten Part weitergehen. Daher sage ich jetzt auch Tschüss, danke fürs Zuschauen und danke fürs Ertragen von meiner nicht so guten Motivation heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!